Da bin ich schon wieder. Und zwar geht es heute um Folgendes. Ich habe ja die Tage meine Ladebox modifiziert und habe ein paar Fotos davon auf meine Seite gestellt. Und ja, da habe ich diverse Rückfragen bekommen. Wie sieht das denn jetzt da genau aus und wie und was und wo? Und dann dachte ich mir, komm, ehe ich da jetzt 2 Trilliarden Fotos mache, versuche ich es in einem Video zu machen. Also es geht konkret um meine Ladebox hier. Ja, die ist gebaut in einer Thanos- oder Festool-kompatiblen Box. Das hier ist jetzt eine Box von Stihl. Benutzt sie halt diese generell für Ladegeräte, Fernsteuerung und so weiter. Diese Kisten hier, weil ich die einfach ultra praktisch finde. Kann die schön übereinander stapeln, kann die dann gemeinsam anheben und so weiter. Und finde ich einfach praktisch, ja. So, dann habe ich also hier wie gesagt, meine neue Box und die, ja, gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, da ist also die Box. Also ganz grundlegend, mir geht es um Folgendes: Ich will in dieser Box drin haben mein Ladegerät, Balancer-Anschlüsse, Ladekabel und so weiter auf einen Schlag. Was nicht drin ist, ist ein Netzteil. Und zwar einfach deswegen, weil ich auf dem Flugplatz unter Umständen gar kein Netzteil brauche, also mag ich es auch nicht mit durch die Gegend schleppen. Und da ich ja die Möglichkeit habe, da verschiedene Boxen anzukoppeln, muss ich das auch nicht zwingen. So, was habe ich also gemacht? Ich habe diese Box genommen, habe mir die CAD-Daten von der Box erstellt, habe mir oben ein Board erstellt, das einfach hier oben die Fläche abdeckt und habe dann da drin befestigt das ISDT-Ladegerät, das P30. Und das ist fest, man sieht das von hier unten. Also, hier sind ganz, ganz viele Löcher drin, weil ich viele Experimente gemacht habe. Das Ladegerät ist quasi hier fest. Die Schrauben gehen in die Originalbefestigungsbohrung oder Verschlussbohrung vom Ladegerät rein. Damit ist das Ladegerät am Boden fest. Fertig. So. Dann habe ich meine Balancer hier und hier. Und die Balancer sind ich hole mal die alte Variante, in solchen Schalen drin. Die Schalen sind unten am Boden festgeschraubt von der Box. Das heißt also, das hier, da, da und hier und da hier oben sind die Balancer festgeschraubt. Wenn man genau hinguckt, ich habe die Schrauben alle gesenkt, sonst könnte ich die Boxen nicht stapeln. So, die stehen also da drin und die wiederum haben hier oben Bohrungen drin. Und an denen ist dann eigentlich erst das Board verschraubt. Hier hinten drin, diese Einsätze, die ich einfach zur Aufbewahrung habe, machen im Prinzip das Gleiche. Die sind einfach unten am Boden von der Box fest und nehmen oben mit 2 Schrauben nochmal das Board auf. Damit ist das Board quasi fest. Und ich kann das Board nach oben rausnehmen. Wenn ich die Senkschrauben hier aufmache, kann ich das Board rausnehmen, während aber die ganze Technik noch drin bleibt. Das ist ganz praktisch, wenn man die ganze Geschichte verkabelt. So. Dann habe ich hier einen XC90-Stecker. Stromversorgung ist klar. Hier habe ich einen USB-Anschluss. Da kann man mal das Handy dran laden, wenn man das braucht. Ja, wie gesagt, hier oben habe ich einfach Aufbewahrung für Ladekabel oder hier auch Anschlusskabel. Und das Spannende sind dann hier unten meine Balancer-Boards. Hier sind Balancer-Boards von MTTech drin. Die können 8S. Und das Ganze viermal parallel. Und damit mir in die Balancer-Anschlüsse nicht irgendwas aus Metall reinfällt und einen Kurzschluss provoziert, habe ich mir entsprechend, oder halt auch natürlich in die XT60-Anschlüsse, habe ich mir solche Deckel hier gedruckt. Mit denen mache ich das nicht. Das gleiche habe ich hier auch gemacht. Fertig. Genau, so sieht das Ganze aus. Und wenn ich das jetzt anschließen will, dann stecke ich eben hier ein, habe auf der anderen Seite auch nochmal einen XT90. Der geht dann entweder in mein Netzteil oder in mobilen Akku. Und da ich gefragt worden bin, warum ich das nicht außen liegen habe, ist das ganz einfach. Ich möchte einfach nicht, wenn das Ding in Betrieb ist, dass man den Deckel zumachen kann. Wenn ich den Stecker außen habe, könnte man es zumachen. Das Ladegerät läuft hier drin, wird warm und die Luft kann nicht weg. Dadurch, dass ich das hier habe, habe ich einfach eine mechanische Sperre. Ich kann es nur einschalten, wenn der Deckel auf ist. Anders geht es einfach gar nicht. So,
wenn ich jetzt unterwegs bin, hier unten diese Box zur Seite. Hier sind 57 Amperestunden Lithium-Akkus drin. Die sind dann miteinander verkabelt entsprechend und dann habe ich hier an der Seite der Einfachheit halber auch einen XT90. Mach das Ganze wieder zu. Dann wird das an der Seite eingesteckt mit dem XT90 Stecker. Und bupp, ist die Sache einsatzbereit. Wenn ich zu Hause bin, stecke ich es eben dann am Netzteil entsprechend ein. Ja, das war's auch schon. Und keine Ahnung, ich hoffe, es sind alle Fragen damit jetzt soweit beantwortet. Wenn doch noch jemand was wissen will, schreibt mir einfach eine E-Mail und dann kriegen wir das schon geregelt. Ansonsten würde ich sagen, geht raus, geht fliegen, habt Spaß. Aktuell scheint das Wetter, wenn ich hier so rausgucke, ein Ticken besser zu werden. Das heißt also, ich werde mich gleich auf den Flugplatz verziehen und mal 2, 3 Flüge machen. Und ja, den gleichen Tipp gebe ich euch einfach auch. Bis dann.